In diesem Video geht es darum, wie man ein Geländemodell aus Schichten mit Daten in FreeCAD erzeugen kann, dass man dann auf einer Hartschaumschneidermaschine ausschneidet und übereinander legt und zusammenkleben kann. Ausgangsmaterial sind Daten für einen Bereich in Coburg. Hier sind die Adressen und die Daten, die kommen aus der Aster-Datenbank, also Satellitendaten. Und ich zeige jetzt hier mal nur an, um welchen Ort es sich handelt. Also Zentrum der Karte ist hier dieser Bereich am Kino in Coburg. So, und das ist hier drin der Mittelpunkt, und dann haben wir hier drüben den Berg mit der Feste, hier geht es nach Thüringen nach oben, hier Richtung Bamberg nach unten, und hier drüben befindet sich irgendwo die Fachhochschule. So, das erste, was wir machen, das ist natürlich auch hier noch eine riesen Datenmenge, ist, dass wir einen Bereich eingrenzen. Das heißt, ich kann jetzt von diesem großen Rechteck hier einen Teil auswählen und mir eine Teilkarte erzeugen. Dann blenden wir die große Karte aus, und das ist jetzt mein Abschnitt. Und auf diesem Abschnitt fange ich jetzt an und erzeuge mir Höhenlinien. Und zwar soll ich mal einen Meter über der Grundmauer vom Kino fange ich an. So, dann sehe ich schon mal diese Linien, wie die hier verlaufen. Also hier geht der Berg hoch, hier kann noch eine Mulde drin sein, hier ist eine kleine Erhöhung. Das sieht man auch, wenn man sich dieses Geländemodell etwas genauer anschaut, was sind hier Erhöhungen. Und jetzt muss ich die natürlich erstmal alle schließen, denn ich brauche geschlossene Züge, um die dann aufziehen zu können. Also ist der nächste Schritt Höhenlinien schließen. So, jetzt kann ich diese Höhenlinien, die generiert worden sind, ausblenden. Bleiben die geschlossenen übrig. Ich nehme den Abschnitt weg. Das hier war eine Senke. Die hier, das war die falsche. Ich lösche jetzt einfach mal ein paar Sachen, die unwesentlich sind. Das war die Senke. So, und das sind jetzt einfach schon mal Höhen, die bearbeitet werden müssen. Nächster Schritt, den wir jetzt machen, ist, dass wir diese Objekte, die wir hier haben, die schmeißen wir schon mal raus, dass wir von diesen jetzt das Schnittprogramm erzeugen, also sprich die Schnittbahn auch mit ihren Sägespänen oder mit ihrem Verlust, den man dann rausschneidet. So, die sind jetzt alle da. Das sind also das Blaue, das sind jetzt die Schnittbahnen. Die Styroporplatten sind ja dann 3 mm dick. Das entspricht dem Maßstab hier eine Höhe von 3 Metern. Und die können wir jetzt ausblenden. Und der nächste Schritt ist jetzt der, dass ich jetzt hergehe und so, davon erzeuge ich jetzt eine Platte. Die sieht so aus. Und dann sehen wir auch, da ist außen immer noch ein bisschen Abfall, der dann wegfällt an dem Blatt. Das hatten wir schon. Hier noch eins. Und so, so sieht es jetzt aus. Und jetzt kann ich hergehen und kann sagen, was ist alles Abfall? Das ist Abfall, das ist Abfall. Abfall kann weg. Und dann bleiben letzten Endes die Platten, die ich für die erste Schicht brauche, die bleiben übrig.
So, das wäre die erste Schicht. Wir blenden den Abschnitt wieder ein und schauen jetzt schon mal, wie diese Schicht liegt und erzeugen die nächste Generation Höhenlinien. Die erste war bei 1 Meter, die nächste wäre jetzt bei 4 Meter, wenn die Plattendicke 3 Meter beträgt. So, ich blende den Abschnitt wieder aus. Ich lasse noch mal kurz drin, dass wir einfach mal sehen, hier drin haben wir zwei Mulden, die brauchen wir nicht. Alles andere sind hier echte Erhöhungen. Okay, Abschnitt kommt raus. Gut, und dann geht es weiter. Gesamthöhe können wir wegbringen. Und diese Teile, die wir jetzt hier haben, erzeugen wir als nächstes wieder eine geschlossene Höhenlinie. Jetzt am Anfang sind es noch relativ viele Höhenlinien, die ich bearbeiten muss, viele Konturen, weil einfach da einige Hügel in der Stadt sind. Wenn man dann weiter nach oben kommt, wird es wesentlich einfacher gehen. Die geschlossenen Konturen sehen wir jetzt. Die anderen Konturen nehmen wir weg. So. Das hier ist eine Kontur, die wir nicht bearbeiten müssen und auch die nicht, weil das sind Mulden. Die müssten eher rausgefräst werden und für den anderen Teil ist es wieder so, dass wir jetzt suchen können. Für die erzeugen wir die Schnittbahnen. Und auch hier für die beiden die Schnittbahnen. Dann blende ich diese Hilfslinien erstmal alle aus. Habe jetzt hier die Schnittbahnen und diese Schnittbahnen, die werden jetzt wieder ausgeprägt. Also Simulation schneiden, das kleine Teil, das lassen wir weg. So, ich zeichne das jetzt nicht alles auf, sondern arbeite jetzt mal ein Stück und zeige dann, wie es dann später weitergeht. So, wir sind jetzt auf Höhe 13 angekommen. Das ist jetzt ein Bereich, wo eigentlich schon die kleinen Inseln alle wegfallen. Also, ich wähle aus und sage, ich muss natürlich immer erst den Abschnitt auswählen und sage dann Höhenlinien erzeugen auf 13. Und dann sehen wir jetzt hier, das ist jetzt auf Stufe 13. Also hier haben wir nochmal einen Hügel und dann nur noch diese eine große. Blenden wir das aus und sorgen, die beiden werden wieder geschlossen. Dann wird aus den beiden geschlossenen die Schnittbahn erzeugt. Und dann aus der Schnittbahn die das Schneiden simuliert. Auch für den letzten noch das Schneiden simuliert. So, und jetzt können wir einfach mal das grundlegende Höhenrelief ausblenden. Und das sehen wir, was jetzt aus unseren Platten geworden ist. Das Rote ist also das gute Material, während dem alles andere jetzt der Abfall ist. Und diesen ganzen Abfall, den kann ich jetzt der Reihe nach einfach hernehmen und entfernen. Und das mache ich am einfachsten hier, indem ich das aus dem Objektbaum alles markiere und immer mal entferne.
So, man sieht jetzt, wieso die einzelnen Abfallstücken hier schrittweise rausfallen und das eigentliche Bergprofil sichtbar wird. So, und jetzt ist mein Geländemodell bereinigt. Man könnte jetzt natürlich noch nach unten in die negativen Maße reingehen. Es geht aber jetzt erstmal nur ums Prinzip, wie das überhaupt hier aussehen soll. Und jetzt kann ich einfach hier gehen und könnte sagen, ich bringe da mal noch ein bisschen Farbe rein. So, das ist also jetzt die Seitenansicht des Profils, andere Seitenansicht, wenn wir so schräg von oben drauf gucken, dann schauen wir, dann sehen wir die Platten und wir sehen nochmal in Kombination dazu, dass die Originaldaten und man sieht jetzt hier an den Stellen, dass jetzt hier das Originalgelände etwas höher wäre als diese Annäherung und hier verschwindet es drunter, das ist ja immer nur eine Annäherung. Was man jetzt noch genauer machen kann, was man einstellen kann, ist, wie lang sind diese Streckenzüge. Momentan bei dieser Einstellung sind diese Streckenzüge hier 20 Meter und das könnte ich jetzt auch runtersetzen auf einen Meter oder einen halben Meter. Ist ja dann immer die Frage, wie groß ist die Fertigungsgenauigkeit der Maschine. Und ich könnte natürlich das Ganze jetzt nach oben oder muss das Ganze nach oben weiter ausdehnen, sodass ich auf einen Höhenunterschied von über 100 Meter komme. Das sind eine ganze Menge Schichten, die hier zu produzieren sind. Was ich im Nachgang oder in der normalen Bearbeitung auch machen könnte, ist eine Bearbeitung der Linienzüge. Also zum Beispiel jetzt haben wir hier so einen Linienzug, das ist der hier. Und mit dem Pfadeditor kann ich den editieren. Mit der Skalierung 1000 rechnet er die Millimeter gleich in Meter um. Das heißt, ich wähle das Objekt hier aus, gehe auf den Pfadeditor und jetzt habe ich hier die Koordinaten stehen. Das heißt, das sind hier die Abstände in Ostrichtung vom Kino aus. Die Y-Koordinate ist die Nord-Süd-Entfernung und hier habe ich das alles auf 7 gestellt. Das heißt, das, was wir hier haben, liegt auf der Höhe 7. So, und ich könnte jetzt hergehen und könnte jetzt sagen, ich möchte da einen dieser Werte. Das ist jetzt hier vorne diese Ecke. Ich zoome da mal rein. Diese Ecke, die möchte ich verändern. Möchte ich jetzt statt 23 Meter hier 25 Meter reinschreiben, dann rutscht die hier rauf. Wende das an. Das bezieht sich natürlich jetzt diese Änderung nur auf diesen Streckenzug und auf nichts anderes. Aber im Vorfeld könnte man da was machen, wenn man sagt, irgendeine Kante stört uns, die müsste ein bisschen verändert werden.